Mein Name ist Christoph Jaskulski und ich bin Maurermeister. Dämmen oder nicht dämmen? Alles hängt von der Energieeinsparverordnung ab, kurz gesagt ENEV. Durch diese Verordnung werden Außenwände gedämmt, Kellerdecken und Dächer gedämmt, Fenster gewechselt, Heizungen ausgetauscht, Solar aufs Dach, also das gesamte Vollprogramm. In der ENEV steht im § 25 Befreiungen sinngemäß, dass die Energieeinsparmaßnahmen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer wirtschaftlich sein müssen. Im Urteil zum Beispiel von 2007 am Landgericht München steht Folgendes. Nach der Rechtsprechung der Obergerichte liegt der maximale Zeitraum, bei dem noch von einer wirtschaftlich sinnvollen Amortisation der Mehraufwendungen für modernisierende Instandsetzungen gesprochen werden kann, welche einer Einsparung von Energiekosten dienen, bei etwa 10 Jahren. Dazu eine Beispielrechnung. Nehmen wir ein Einfamilienhaus mit ca. 2000 Euro Heizkosten jährlich. Mit dem Vollprogramm kommen wir schnell auf 60.000 bis 70.000 Euro Investitionskosten. 60.000 angenommen, 60.000 durch 10 Jahre sind 6.000 Euro. Es sind aber nur 2.000 Euro Heizkosten jährlich. Die meisten Energieeinsparmaßnahmen enden dadurch in der Divergenz. Sie rechnen sich also nie. Zusätzlich nehmen der Schimmel und die Bauschäden immer mehr zu. Durch den § 25 Befreiungen und die Urteile, denn es gibt noch mehrere, ist diese ENEV nicht zu gebrauchen. Ein Handeln nach ihr ist höchstwahrscheinlich unrechtmäßig. Das ist die Wende zum schadensfreien Bauen. Ich habe dafür funktionierende Bautechniken, natürlich und gesund. Es gilt Dämmen und Speichern. Christoph Jaskulski, Maurermeister.